Der Biologiekurs war schon interessant, aber wie werden dann die anderen Kurse wohl werden? Da haben wir noch ja, 5 weitere zur Auswahl. Wir gehen mal in die Mathematik. Puh, da kann ich notfalls mit dem Taschenrechner cheaten. Also ich hoffe, dass wir auch heute mal wieder so 3 Kurse durchballern komplett, damit dann nur noch 2 übrig bleiben für den nächsten Part, den ich dann wann anders aufnehme. So, ja. Mögt ihr Zahlen- und Rechenaufgaben? Also Mathe war immer eigentlich so ein gespaltenes Verhältnis bei mir. Ich mag Algebra, was ich nicht sonderlich mag, das sind so Gleichungen, wobei Gleichung gehört ja glaube ich auch zu Algebra. Wobei ich das nicht weiß. So. Ist sehr effektiv gegen den Typ Feuer. Was geschieht mit dem Schaden, wenn sie ein Feuer-Pokémon trifft? Es wird verdoppelt. Das sind jetzt noch relativ die Basics. Da kann man auch einige ganz schwere Fragen stellen. So, weiter geht's in Mathematik Nummer 2. Okay. Zehn Stück. Achso, 11. Ja, Gott. Ja, aber das ist... Ich hätte es eigentlich wissen müssen, aber das ist halt auch wieder so... Ja gut, sie war ja an sich nicht falsch. Sie war ja an sich nicht falsch. In dem anderen Mathematikunterricht hätte ich recht. So. Dann die Nummer 3. Oh Gott, Volltreffer, scheiße. Volltreffer zu landen. 4%. Oh, sehr gut, die goldene Mitte mal wieder. Ja, weil so unwahrscheinlich wie 1% ist nun wirklich nicht, die kommen sehr, sehr häufig vor. So, dann Zwischenprüfung. Das war's also, ich glaube, die folgenden 2 Parts werden noch ziemlich langweilig werden. Dann mal schauen, was man Mathematik hinkriege. So. Zwischenprüfung. Gewiss werden euch die tollen Erinnerungen an meinen... Ja, das ist natürlich klar. Was geschieht mit dem Schaden, wenn man ein Feuer-Pokémon mit der Aquaknarre trifft? Der wird verdoppelt. Was geschieht mit dem Schaden, wenn man ein Feuer-Pokémon mit der Attacke Rasierblatt trifft? Der wird halbiert. Elf Stück. 4... Was geschieht mit dem Schaden, wenn du mit einer Attacke einen Volltreffer landest? Ich glaube, er wird um die Hälfte erhöht. Das habe ich jetzt nicht genau gelesen. Er wird um die Hälfte erhöht, sage ich. Also
Also 4 sollte ich auf jeden Fall richtig haben. Ich glaube, da muss ich eh nur 3 richtig haben, da habe ich mehr als die Hälfte richtig. So. Yes! Geile Sache das. Und es geht natürlich weiter. Also geht mir hauptsächlich wegen den EP-Bonbons, warum ich den ganzen Quark hier mache. So. Leider das hat schon 5 Minuten gedauert. Oh Gott, das ist also die nächsten Parts. Könnt ihr gerne überspringen. Ich bin euch nicht sauer, wenn er sie überspringt. So, dann auf geht's. Komm, Baby, komm, komm, komm. Statuswerte, okay. Ja. Das beruhen aber zu vierfachen. Hier kommt man leicht durch den. Der Angriff des Pokémon erhöht sich zwar um 4 Stufen, doch das bedeutet nicht, dass der Schaden sich deswegen vervierfacht. Schaden, den ein Pokémon zufügt, steigt nach jeder Stufenerhöhung eines Wertes um 50%. 4 Stufen ergibt es eine Erhöhung von 4 mal 50, das wären 200. Der grundlegende Schaden eines Attacke beträgt 100, wenn er jetzt um 200 hinzugekommen ist, geht auf 300. Okay, dreifacher Schaden, interessant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ja gesagt, also man darf sich hier nicht komplett durchklicken. Ja, ich bin froh, wenn ich hier durchkomme. Ja, lange nicht mehr in der Schule gewesen und auch lange nicht mehr auf Prüfungen vorbereitet. Okay, Prozente, okay, das ist Wahrscheinlichkeit, Genauigkeit. Die 100, diese Zahl steht 100%, wenn man die Attacke also 100 mal einsetzt, wird sie auch 100 mal das Ziel treffen hier. Für welche Attacke würdet ihr euch entscheiden? Ich würde sagen, kommt ganz drauf an. Aber dem ist nicht so. Ah, okay, gut. Ja, hab schon gedacht. Steinhagel oder Steinkante? Oh Gott. Lasst uns weiter 100% geben. Yay! Ich glaube, ich mache dann einen Kurs noch komplett durch und dann kommen wir auf 20 Minuten. Ungefähr. So. Dann stehen halt dementsprechend noch 3 Kurse aus. Und ich hoffe, die werden nicht schwer. So, dann bringen wir uns jetzt nochmal was bei. Achso, Step, ja. Attacke hat die Stärke 100, ein Pogo. 150. Achso, okay, das, ach, habe ich vollkommen vergessen. Mhm.
Ach so, ja. Ich hätte es eher durchlesen sollen. Da habe ich mich jetzt verdammt clever gefühlt. Und ich war nicht clever. Dann gehe ich jetzt einfach mal in die Abschlussprüfung. Da muss ich allerdings alles gründlichst durchlesen. So, die Abschlussprüfung. Dir stehen 3000 zur Verfügung. Ein Superball kostet 600. Wie viele Bälle bekommst du, wenn du dein ganzes Geld ausgibst? Also wir gehen nur von Superbällen aus. 600, das wären 5, also 6... Ah ne, Quatsch, ich komme ja nicht auf 10. Daher 3000, ja, wie viele Bälle bekommst du? Ich bekomme 5 Stück. So, eine Attacke vom Typ Wasser mit einer Stärke von 100 trifft einen Pflanzen-Pokémon und landet einen Volltreffer. Oh Gott! Also... Wasser, Stärke von 100 trifft ein Pflanzen-Pokémon, halbiert sich um 50 und durch einen Volltreffer 1,5 müsste also 75 ergeben. Wobei ich glaube, ich habe es verkackt. Wie hoch ist die reguläre Wahrscheinlichkeit mit Steinkante einen Volltreffer zu landen? Wie bei jeder anderen Attacke auch mit 4%. Der zweimalige Einsatz von Schwertanz erhöht den Angriff, er wird verdreifacht. Wie hoch ist der Multiplikator für die Stärke einer Gesteinsattacke, wenn sie von einem Gesteins-Pokémon eingesetzt wird, das den Terra-Typ Gestein angenommen hat? Ich meine 2. Ja, also ich glaube, das mit diesem Ding Volltreffer-Multiplikator habe ich verkackt, aber ansonsten sollte alles andere gemacht, gebongt sein. So, bitte, 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 bitte. Na also ich glaube, ich habe nur einen Multiplikator und ich krieg 5 EP-Bonbons. Ja. Damit will ich jetzt. Ich hätte es witzig gefunden, wenn sie die EP-Bonbons noch reingemacht hätten. Aber jetzt wird es auch schon knapp von der Zeit her. Also ich würde sagen, ja, schaffe wirklich immer nur einen Kurs pro Part. Also das ist eigentlich mies. Eigentlich eine miese Quote. Aber wir machen jetzt mal Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaffe. Denkt daran, Freundschaft ist Magie.